So, aha. So, guten Tag, meine Damen und Herren. Wir sind noch im letzten richtigen Thema dieser Veranstaltung, dieser Vorlesung, algorithmische Konzepte. Sie erinnern sich, dass wir einen Ausblick wagen über die einfachen Problemstellungen wie Sortieren oder kürzeste Pfade hinaus und über die relativ einfachen Algorithmen, die Sie für diese Problemstellungen gesehen haben, dass wir darüber hinausschauen und sehen, wenn wir schwere Probleme haben, dazu haben wir einige Beispiele gesehen, dazu haben wir auch einige Analysen betrieben, wenn wir schwere Probleme haben, dass wir dann, was wir dann sinnvoll machen können. Das Thema dynamische Programmierung, was ich jetzt hier nochmal aufgelegt habe, haben wir beim letzten Mal schon im Prinzip besprochen, aber ich möchte an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen dazu Illustrationen geben. Grundsätzlich, wir haben Beispiele gesehen, wie Sie sie da unten sehen nochmal, Fibonacci-Zahlen, Binomialkoeffizienten, Problemstellungen, die durch Rekursionsgleichungen beschrieben werden können, aber wo das nicht unbedingt sinnvoll ist, sie durch Rekursionsgleichungen zu beschreiben, weil einfach die Anzahl der rekursiven Aufrufe explodieren würde, exponentiell wachsen würde in der Größe der Eingabe, wenn wir tatsächlich naiv hergehen und die rekursive Gleichung in Java oder einer anderen Programmiersprache implementieren würden. Diese beiden Beispiele haben wir schon gesehen. Hier nochmal Fibonacci-Zahlen, Rekursionsanker, die Fibonacci-Zahl für Eingabe 0 oder 1 ist gerade mal 1 und Rekursionsschritt, die n-te Fibonacci-Zahl ist gerade die Summe aus der n-1. Und der n-2. Fibonacci-Zahl. Und wenn wir das einfach so, wie es da steht, in Java packen, eine if-Abfrage, also falls der Eingabeparameter 0 oder 1 ist, dann gib 1 zurück, ansonsten gib Fibonacci rekursiv aufgerufen, Fibonacci von n-1 plus Fibonacci von n-2 zurück. Wenn wir das so einfach implementieren in Java, dann werden wir das Problem haben, dass dieser Algorithmus extrem lange dauert, schon für kleine Zahlen n, weil nämlich hier immer und immer wieder dieselben Fibonacci-Zahlen berechnet werden und wieder vergessen werden. Immer und immer wieder werden dieselben Werte berechnet und immer wieder vergessen. Malen Sie sich einfach mal für n gleich 5 oder vielleicht ein bisschen größer, malen Sie sich einfach mal den Rekursionsbaum auf und dann sehen Sie ganz deutlich, dass Sie an vielen Stellen immer wieder Fibonacci von derselben Zahl mit demselben Parameter dann irgendwo im Rekursionsbaum haben. Genauso Binomialkoeffizient, eine sehr wichtige grundlegende Funktion in zwei Parametern n und k, wo wir hier den Rekursionsabbruch haben, wenn k, der untere Parameter, gleich 0 oder gleich dem oberen Parameter ist, soll 1 rauskommen und ansonsten, solange k zwischen 0 und n ist, soll diese Rekursionsgleichung hier gelten. Das, was Sie hier sehen, ist schlicht und einfach das Pascalsche Dreieck, das ergibt sich so wunderbar modellieren lässt. Vielleicht nur ganz kurz nochmal zur Erinnerung, wie das aussieht. Das haben Sie mit Sicherheit alle in der Schule gesehen. Na? So 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 4, 6, 4, 1, vielleicht noch eine Zeile, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Was habe ich da jeweils gemacht? Ich habe jede Zahl berechnet, nämlich die hier zum Beispiel, indem ich die beiden darüber liegenden Zahlen addiert habe. Und das ist genau diese n über k ist gleich die Summe dieser beiden
Beide sind n minus auf Höhe n minus 1. Und jetzt muss man noch mal genau abzählen. K 0, 1, 2, 0, 1, 2, also einmal k minus 1 und einmal k. Und die Randbedingung, wenn, also wenn Sie so die Zahlen im Pascalschen Dreieck berechnen, haben Sie genau diese Rekursionsgleichung angewandt. Und die Randbedingung, wo Rekursionsabbruch ist, ist genau das. Und wenn Sie sich das in Gedanken fortführen, um diese Zahl zu berechnen, berechnen Sie also diese Zahl und diese Zahl. Dafür müssen Sie dann rekursiv die beiden Zahlen berechnen, beziehungsweise die beiden Zahlen berechnen. Und hier sehen Sie schon, diese Zahl muss zweimal berechnet werden. Hier müssen Sie diese Zahl berechnen. Diese Zahl berechnen. Hier sehen Sie, diese Zahl wird auch schon mehrfach berechnet und so weiter und so fort. Und wenn Sie das in Gedanken weiterspinnen, größere oder vielleicht sogar tatsächlich das Pascalsche Dreieck entsprechend auf eine größere Größenordnung noch erweitern, dann sehen Sie, dass dann immer und immer wieder dieselben Zahlen berechnet werden. Ja? Diese Zahl wird so oft berechnet, wie Sie von hier aus, von dem, was wir eigentlich berechnen wollen, Pfade haben. Einen Pfad, einen Pfad, einen Pfad. Das ist jetzt hier in dem kleinen Beispiel noch nicht viel, aber es explodiert dann eben bei großen Beispielen. Oder vielleicht können wir das sogar mit Fibonacci nochmal schnell hier sehen, damit da keine Missverständnisse mehr möglich sind. Ich muss erstmal hier eine neue Seite einrichten. So hat er mich, er hat mich. Wenn Sie Fibonacci, wo mache ich das hier? Fibonacci von n, dafür müssen Sie Fibonacci von n minus 1 aufrufen und Fibonacci von n minus 2. Hier müssen Sie jetzt was weiter? Fibonacci von n minus 2 aufrufen, Fibonacci von n minus 3, hier Fibonacci von n minus 3 und Fibonacci von n minus 4. Und Sie sehen schon das Problem hier, diese Zahl wird einmal hier nochmal berechnet, diese Zahl wird nochmal hier berechnet. Und natürlich, wenn das hier berechnet wird, Entschuldigung, dass ich ein bisschen daneben bin, aber aus irgendeinem Grund klappt die Kalibrierung nicht. Ich muss immer hier auf dem Blatt Papier woanders hin zeigen, als es auf dem Bildschirm erscheint. Wenn Sie das hier berechnen und das hier berechnen, jeweils für sich nacheinander, dann werden eben dieselben Zwischenergebnisse, die hier wiederum weiter notwendig sind, werden natürlich entsprechend auch hier immer und immer wieder neu berechnet. Ja, das ist das Problem. Und oft genug gibt es keine Lösung zu diesem Problem. Aber zum Glück gibt es eine Lösung. Wir schauen uns das jetzt erst einmal für diese beiden einfachen Beispiele an. Später, in einem späteren Kapitel, werden wir noch ein drittes praxisrelevantes Beispiel hernehmen. Wir werden sehen, dass das Rucksackproblem, was wir betrachtet hatten als ein schweres Problem, als ein sehr praktisch relevantes, schweres Problem, dass wir das durchaus in praktischen Situationen doch mit vertretbarer asymptotischer Komplexität lösen können. Mit dynamischer Programmierung. Fibonacci-Zahlen will ich nicht nochmal darauf eingehen, das hatten wir eingängig besprochen, da ist auch nicht viel dran zu erzählen, wie Sie die Fibonacci-Zahlen in Form einer Schleife anstelle einer Rekursion berechnen können, sodass Sie jeden Wert nur einmal berechnen, nämlich indem Sie Zwischenwerte für Fibonacci von n-1, Fibonacci von n-2 immer mitschleppen, also immer drei Werte immer parallel da haben. Binomialkoeffizient ist interessanter.
Da wollte ich noch mal drauf zu sprechen kommen, damit dieser Pseudocode, das ist jetzt kein Java-Code offensichtlich, sondern eher so ein bisschen eine Mischung aus Code und Umgangssprache, damit das Ganze hoffentlich ein bisschen verständlicher wird. So, was haben wir hier? Eine Matrix, in der wir diese speichern. Neue Seite. So, und was ist das ist das Bild, was man immer bei dynamischer Programmierung hat. Man baut im Prinzip eine Matrix auf. Oder zumindest in den Hauptanwendungen ist das immer wieder dasselbe Bild. Also, wir haben jetzt hier, ich male die Matrix mal so als ein Tableau von 0 bis n und von 0 bis k. Wir wollen n über k berechnen. So, das ist jetzt eine Tabelle, ja, mit Spalten und Zeilen bis hier hinten hin. Und was hier drin stehen soll als Endergebnis ist n über k. So, wenn ich jetzt hier irgendwo ein i und ein j irgendwo habe, mittendrin, dann ist das, was hier drin stehen soll, was hier drin berechnet werden soll, ich hoffe, das kann man noch lesen, i über j. Ja, in jedem einzelnen dieser Einträge in dieser Matrix, ein Array von Arrays gleicher Größe, soll jeweils ein bestimmter Wert stehen. So, hier stehen dann die Werte entsprechend alles einzeln, nämlich n über 0 und hier 0 über irgendwas stehen auch einzeln, beziehungsweise diese Werte, Moment, diese Werte brauchen wir gar nicht. Welche Werte brauchen wir, um i über j zu berechnen? I über j ist gleich, nehmen wir wieder die Rekursionsgleichung her, über j minus 1 plus i minus 1 über j. So, hier ist i minus 1 in dieser Spalte. Also diese beiden Werte stehen in dieser Spalte. Und wo stehen die? Naja, hier ist j minus 1. Die Werte, die wir berechnen müssen, stehen hier und hier. Die wir brauchen, um i über j zu berechnen. Und das ist das Grundprinzip. Jeden Eintrag, wie den ich hier einfach hergenommen habe, kann ich berechnen, indem ich die beiden links daneben stehenden Werte berechne. Wenn ich die schon habe, wenn ich die beiden Werte berechnet habe, dann kann ich diesen Wert berechnen. Und das heißt, ich brauche einfach nur dieses Tableau zu füllen mit, ich brauche es auch nicht ganz zu füllen, es reichen die Werte, die ich für n über k wirklich brauche. Aber ich könnte es natürlich auch ganz füllen. Diese Werte, wenn ich so vorgehe, dass ich entweder zeilenweise von links nach rechts alle Werte berechne oder spaltenweise von oben nach unten alle Werte berechne, dann sind diese beiden Werte da. Sie sind schon berechnet, wenn ich den Wert berechnen will. Das ist das Grundprinzip der vollständigen Funktion. Jedes Zwischenergebnis, wie komme ich jetzt auf vollständige Funktion? Sorry. Es wird langsam hier. Das ist das Grundprinzip der dynamischen Programmierung.
Wenn ich die Werte in der richtigen Reihenfolge, wobei ich zwei zur Auswahl habe, berechne, dann kann ich jeden Wert, wenn ich an dieser Stelle bin, in meiner doppelten Vorschleife, in zwei ineinander geschachtelten Vorschleifen, eine Vorschleife, die äußere vielleicht geht über die Zeilen von links nach rechts, die innere geht über die Spalten von oben nach unten oder umgekehrt, dann kann ich einfach auf die beiden Werte zugreifen, wenn ich diesen Wert berechne und ich weiß, die sind schon vorher berechnet worden. Und nichts anderes macht dieser Code hier. Wir initialisieren hier erst einmal so einiges. Hier habe ich, ich hatte eben gesagt, bei der Matrix, wir brauchen gar nicht alle Werte zu berechnen. Tatsächlich brauchen wir nur die Werte zu berechnen, die in diesem Dreieck drin sind. Welches ist das? Das ist in meiner Zeichnung jetzt das obere Dreieck, was zu berechnen ist. Um hierhin zu berechnen, brauchen wir eigentlich nur diesen Bereich hier zu berechnen. So. Und Sie sehen schon an diesem Dreieck, das ist im Prinzip das Pascalsche Dreieck, das ich da jetzt in diese Matrix hineingezwängt habe. Jetzt gehen wir alle nach dieser Initialisierung, alles zu 1. Jetzt können wir in dieser entsprechenden richtigen Reihenfolge Zeilen von links nach rechts, Spalten von oben nach unten. Und Sie sehen schon, ich habe das gar nicht als zwei ineinander geschachtelte Vorschleifen hier geschrieben, sondern einfach auf gleicher Ebene. Wir durchlaufen I-Werte von 2 bis N, J-Werte von 1 bis dahin. Und dann, weil es letztendlich egal ist, wie rum, und setzen diesen Matrixwert genau auf diese beiden als die Summe dieser beiden Matrixwerte, die vorher berechnet worden sind. Und das, was ganz unten rechts steht, das geben wir aus und damit ist der Algorithmus zu Ende. Also Sie sehen nochmal hier, das, was ich angedeutet habe, ist genau das Pascalsche Dreieck. Hier kann man Einsen auch initialisieren. Das Pascalsche Dreieck habe ich sozusagen so in diese Dreiecksform hineingezwängt. So, das kann man typisch bei dynamischer Programmierung. Was machen wir jetzt hier anders als eben? Wir sparen uns Speicherplatz. Sie sehen, wir richten keine Matrix mehr ein, sondern wir richten nur noch ein Array ein. Warum können wir das? Gehen wir nochmal auf die Zeichnung. Ich hatte ja gesagt, wenn ich diesen Wert berechne, brauche ich nur diese beiden Werte. So, wenn ich jetzt so spaltenweise, also von links nach rechts durchgehe und jede Spalte von oben nach unten, dann habe ich irgendwann diese Werte alle berechnet. Und in dem Moment brauche ich diese Werte, die hier drüben sind, alle nicht mehr. Ich brauche diese Werte schlicht und einfach nicht mehr. Ich brauche sie nie wieder. Ich brauche hierfür, für diese Berechnung, für die Berechnung dieser Spalte, dieser Werte, brauche ich nur die Werte dieser Spalte. Dann später für diese Spalte brauche ich nur diese Spalte und so weiter und so fort. Ich brauche die Werte niemals wieder, nachdem ich diese Spalte berechnet habe. Und wenn ich die Werte niemals wieder brauche, dann kann ich sie auch überschreiben. Und wenn ich sie auch überschreiben kann, dann brauche ich nicht eine ganze Matrix, sondern nur ein Array. Ein Array, wo immer ein Wert drin ist. Und das kann man sogar noch besser machen. Das ist jetzt die Implementation, auf die ich gleich wieder zurückkommen werde im Foliensatz. Wenn wir uns nochmal das Pascalsche Dreieck hernehmen, daran ist das, denke ich, am einfachsten zu erklären. So, hier fangen wir nochmal mit den ersten Werten an.
Hier geht's weiter bis zu irgendeiner Stelle. Hier geht's weiter bis zu irgendeiner Stelle. Und hier können Sie sich genauso diagonal vorstellen. Haben wir das N über K. Na, das N ist wieder nicht richtig durchgedrückt. Na, jetzt aber. So. Und die Idee ist jetzt einfach im Array. Ich weiß, jetzt muss gleich selber gucken, wie rum das im Code ist, aber entweder kann man sozusagen im Array als Initialisierung das hier haben, diese Diagonale, nach der ersten Iteration diese Diagonale, nach der nächsten Iteration diese, oder umgekehrt am Anfang im Array diese Werte, alles mit 1 initialisiert, dann nach der ersten Iteration diese Werte, nach der zweiten diese. Ich muss mal selber schauen, wie rum das jetzt im Code tatsächlich ist. Das ist natürlich möglich. N-K, genau. Das Array hat Indexbereich K. Genau sehen, welche dieser beiden Zahlen ist K. Das hier ist K. Hier sind wir in der Zeile K, nicht wahr? Wenn man das fortgesetzt denkt bis hierhin, dann ist es richtig, dass das K ist oder dass es N minus K ist. 0 bis K, 0 bis K, das heißt hier, das hier ist N minus K an dieser Stelle. So, das heißt also, in der ersten Iteration, vor der ersten Iteration, in der Initialisierung, initialisieren wir alles mit 1, das ist jetzt nicht weiter dramatisch, dann berechnen wir diese Diagonale als nächstes, einfach diesen Wert plus diesen Wert, nicht? Diesen Wert plus diesen Wert, diesen Wert plus diesen Wert und so weiter. Und in der nächsten Iteration berechnen wir hier wieder diesen Wert plus diesen Wert, diesen Wert plus diesen Wert, 6, diesen Wert plus diesen Wert, 10 und so weiter. Was nehmen wir immer her? Wir nehmen immer den neuen Wert. Wir müssen die Werte von oben nach unten berechnen. Dann nehmen wir, um die 10 zu berechnen, den neuen Wert an diesem Array-Index und dem alten Wert am selben Index, wo wir jetzt den Wert hinschreiben. Der Wert, den wir überschreiben, die 4, um die 10 zu berechnen, und der neu überschriebene Wert einen Index höher. Und genau das passiert in kleinen Implementationen. Wir fangen an, alles gleich 1. Und gehen genauso durch, wie ich das eben gesagt habe. Der Wert an derselben Stelle, der jetzt überschrieben wird, und der Wert eine Stelle vorher. Wir müssen nur dafür sorgen, dass dieser Wert aktualisiert wird vor diesem Wert. Und das ist ganz einfach, indem wir die J-Indizes 1 durchgehen. Ich sehe gerade, hier habe ich es hier doch falsch rumgezeichnet. Es müsste eigentlich, wenn ich das richtig sehe, müsste es so rum eigentlich gewesen sein. Aber das ist egal, wie rum das ist. Im Prinzip ist in beiden Fällen dasselbe. Hier nur noch eine Kleinigkeit. Damit der Algorithmus so einfach bleibt, damit wir da einfach so ein schönes Rechteck haben und uns nicht mit zwei verschiedenen Versionen dieses Rechtecks herumschlagen müssen, habe ich einfach gesetzt. Sie wissen ja, dass Binomialkoeffizient symmetrisch ist, was ich eben im Pascalschen Dreieck ja auch hier ganz vorne, wie komme ich jetzt da, verschwinde da mal, so, was ich hier im Pascalschen Dreieck, nein, nicht stören stand da, komisch,
was sich hier im Pascalschen Dreieck niederschlägt, dass das symmetrisch ist. Das heißt, wenn wir beispielsweise diesen Wert berechnen wollen, können wir genauso gut diesen berechnen stattdessen. Oder wenn wir diesen Wert berechnen wollen, können wir diesen Wert berechnen. Und nichts anderes passiert hier. Falls der Wert k auf der rechten Seite des Pascalschen Dreiecks ist, ersetzen wir ihn durch den entsprechenden Wert auf der linken Seite. Der Wert, der rauskommt, ist derselbe. Das ist dieser Punkt, Array mit diesem Indexbereich, alles initialisiert und Schleife. Und ganz unten im Array steht dann n über k. So, das ist dynamische Programmierung. Wir werden, wie gesagt, nochmal zurückkommen mit einem praxisnäheren, gut, das ist ja schon praxisnah, aber noch mit einem etwas komplizierteren Beispiel, Rucksackproblem, wo wir aber dann in einem anderen Abschnitt noch ein paar Voraussetzungen brauchen. So, Greedy-Ansatz hatten wir beim letzten Mal auch uns schon begonnen anzusehen. Möglichst gute Lösungen sollen Auswahlen sein. Rucksackproblem ist ein schönes Beispiel. Sie wollen ja eine Auswahl von Gütern in Ihren Rucksack packen, sodass die Gesamtzuladung für den Rucksack nicht überschritten ist, die maximal erlaubte. Und jedes einzelne Gut hat einen gewissen Profitwert. Und dieser Profitwert, die Gesamtsumme aller Profitwerte soll optimiert werden, soll maximiert werden. Und greedy ist ganz einfach. Wir starten einfach mit nix, mit einem leeren Rucksack und jedes Mal in jeder Iteration gucken wir uns an, welches ist das profitabelste Element, das wir jetzt noch reinpacken können, unter denen, die jetzt die maximale Zuladung nicht überstreiten. Ja, also ich habe in jedem Schritt schon eine gewisse Auswahl. Und wenn ich jetzt ein Element dazu nehme, sodass die zusätzlich zu dem bisher gewählten mit diesem Element die maximale Zuladung überschritten wird, darf ich es natürlich nicht hinzunehmen. Unter denen, die dieses Problem nicht haben, unter denen nehme ich das Profitabelste. Was heißt das Profitabelste? Darüber hatten wir beim letzten Mal auch schon gesprochen. Man kann natürlich den Profitwert nehmen, aber es ist sinnvoller, es wird im Allgemeinen zu besseren Ergebnissen führen, wenn man nicht den reinen Profitwert jedes Stücks als Kriterium hernimmt und unter allen, die in Frage kommen, den mit dem höchsten Profit hernimmt, sondern den Profit geteilt durchs Gewicht. Das heißt also, was man maximieren würde, sinnvollerweise ist Profit ins Verhältnis gesetzt zur verbrauchten, noch verbleibenden Zuladung. So, Greedy-Ansatz, Rucksackproblem, da hatten wir, glaube ich, hier. Beim Rucksackproblem ist es eben genau das, was ich eben gesagt habe, dass man ein Element nach dem anderen nehmen kann. Und Sie sehen an diesem Beispiel schon, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, für denselben Algorithmus einen Greedy-Ansatz zu bauen, nämlich je nachdem, was man als Profit definiert. Ob man als Profit definiert, ja, den gegebenen Gesamtprofit eines Gutes oder ins Verhältnis gesetzt zum Gewicht oder vielleicht auch was ganz was anderes. Vielleicht Gewicht zum Quadrat oder ähnliches. Da kann man sich sinnvoll in jedem Anwendungsproblem sich sinnvoll mehr oder weniger sinnvolle Überlegungen machen, aber ich denke, es wird in der Regel darauf hinauslaufen, dass eine sinnvolle Strategie ist, der Profit eines Gutes geteilt durch sein Gewicht. Beim TSP, da kann man sich auch verschiedene Greedy-Ansätze vorstellen, die wir vielleicht auch ganz kurz mal sehen. So, wo ist die Kappe? Da. So, noch. Neue Seite.
Sie fangen irgendwo bei irgendeiner Stadt an. Eine Möglichkeit, Greedy-Ansatz bei TSP zu machen, Sie fangen bei irgendeiner Stadt an, zum Beispiel in Darmstadt, ist ja egal bei einer Rundtour, auf welcher Stadt Sie beginnen. Und jetzt gucken Sie unter allen Möglichkeiten, eine andere Stadt zu erreichen, was ist die kürzeste Möglichkeit? Die Kante mit der kürzesten Länge von Darmstadt aus irgendwo anders hin. Zum Beispiel nach Frankfurt wäre wahrscheinlich eine gute Möglichkeit, wenn es nur die größten Städte in Deutschland sind. Ich zähle jetzt mal Darmstadt zu den größten Städten in Deutschland. So, und von hier aus gucken wir jetzt auch wieder. Jetzt haben wir auch wieder verschiedene Optionen. Dahin zurück haben wir nicht als Option, aber wir haben noch ein paar weitere Optionen und suchen uns da auch wieder die nächste Möglichkeit aus, irgendwo hinzukommen. Das ist jetzt aus Versehen passiert. Das ist nicht sehr sinnvoll, dass ich das... Hallo, genau. Sie sehen, ich übe noch. So. Von hier aus könnte man sagen, zum Beispiel, da ist dann die nächste Stadt. Von hier aus ist es keine Option, dahin zurückzukehren oder dahin zurückzukehren, aber es gibt ja noch... Wenn wir mehr als drei Städte haben, gibt es natürlich noch weitere Optionen. Dann suchen wir uns hier die kürzeste Kante, die von ihr aus noch zu irgendeiner anderen Stadt geht, die wir noch nicht besucht haben. Und so weiter und so fort, bis wir dann irgendwann alle Städte besucht haben. Und jetzt haben wir nur noch eine Möglichkeit, nachdem wir alle Städte besucht haben, nämlich zum Anfangspunkt zurückzukehren. Und das ist mit Sicherheit im Allgemeinen keine optimale Rundtour, die dabei herauskommt. Es wird in der Regel keine schlechte Rundtour sein, aber es wird auch nicht unbedingt eine optimale Rundtour sein. Lassen Sie mich mal überlegen. Ja, mit drei Städten kein Beispiel so richtig her, aber wir brauchen vier Städte, um einzusehen, dass das nicht immer eine optimale Rundtour ist. So, die optimale Rundtour soll soll die hier sein. Mal gucken, mit was für Werten ich die belege. Und dann gibt es noch zwei weitere Möglichkeiten, nämlich hier und hier die beiden gegenüberliegenden Städte miteinander zu verbinden. So, was ich möchte ist, hier setze ich eine Länge 1 drauf, also von da nach da oder von da nach da zu kommen, kostet uns eine Minute, ups, ist wieder nicht richtig kalibriert, ich verstehe nicht, was mit der Kalibrierung immer ist, von da nach da oder von da nach da zu kommen, kostet uns eine Minute, das hier kostet uns zwei Minuten, sodass wir, wenn wir einmal außen rum fahren, 8 Minuten brauchen. So, und hier lege ich dann auch nochmal, so einfach großzügig, 10 hoch 6 drauf. Gibt es eine Frage? Okay, so, der Greedy-Algorithmus, der hier beginnt, wird erstmal diese Kante nehmen und Sie sehen schon, er hat keine andere Wahl, als dann so rum oder so rum diese schwere Kante zu nehmen und dann mehr als 1 Million Minuten zu brauchen. Und die kürzeste Rundtour ist 8 Minuten. Aber durch diese Kante mit Länge 1 starten von hier, ist der Greedy-Algorithmus von vornherein in die Irre geführt worden. In diesem künstlichen Beispiel berechnet der Greedy-Algorithmus also ein dramatisch schlechtes Ergebnis. Natürlich, wie Sie sehen, kann man das Ergebnis beliebig schlecht machen. Mit künstlichen Beispielen in der Praxis wird man mit dem Greedy-Algorithmus typischerweise schon eine ganz gute Lösung hinbekommen, wenn auch im Allgemeinen nicht die optimale Lösung, nicht die kürzeste Verbindung.
Eine andere Möglichkeit ist, bei TSP eine Rundreise zu berechnen, Greedy-Algorithmus, dass wir, dass wir erst einmal irgendwo, hier sind die ganzen Städte, ja, die mal zeichne ich jetzt noch nicht alle ein, die können sich hier irgendwo verteilt vorstellen. Also, dass sie beispielsweise, dass sie irgendwo die allerkürzeste Kante suchen, die überhaupt drin vorkommt. So, die ist da irgendwo. Ja, zwischen Nürnberg und Fürth vielleicht. Also natürlich nicht Fürth im Odenwald, sondern Fürth bei Nürnberg. So, irgendwo gibt es die allerkürzeste Kante. Dann suchen wir uns die zweitkürzeste Kante. Die ist vielleicht ganz woanders. Die ist vielleicht hier irgendwo. So, nehmen wir die in unsere Lösung mit rein. Ja, das ist ähnlich wie beim Bildalgorithmus von Kruskal. Wir bauen schrittweise ein. Wir können natürlich nicht alle Kanten hernehmen. Jetzt gucken wir uns die dritte Kante an, die drittkürzeste Kante. Wenn das jetzt zufällig eine Kante wäre, die auch hier rausgeht, dürfen wir sie nicht nehmen. Wenn es eine Kante ist, die hier reingeht, dürfen wir sie nicht nehmen. Und genauso hier, aber es ist vielleicht irgendwie so eine Kante, die drittkürzeste. Jetzt könnte die viertkürzeste beispielsweise sich hier ansetzen. Wenn jetzt die fünftkürzeste Kante beispielsweise die hier wäre, von hier nach hier, dürften wir sie nicht nehmen. Wenn es die wäre, von hier nach hier, dürften wir sie auch nicht nehmen. Ja, wir dürfen nichts machen, wir dürfen keine Kante nehmen, die Grundregeln vom TSP einer Rundtour verletzen würden. Keine zwei Kanten dürfen rausgehen. Wir haben uns für diese rausgehende Kante entschieden, also dürfen wir keine weitere rausgehende Kante nehmen und sei sie auch noch so kurz. Und wir dürfen keine Subtouren schließen. Wir dürfen eine Kante, die jetzt eine Subtour schließt, nicht nehmen. Und irgendwann wächst das Ganze so langsam aber sicher zusammen. Ja, irgendwann haben wir dann, wie auch immer, gebastelt eine Rundtour, die jetzt in dem Beispiel ein bisschen komisch ist, aber ich habe mich jetzt hier schon immer festgelegt auf eine Orientierung. Das muss man natürlich nicht von vornherein. Man kann auch sagen, okay, ich sage nur, diese Kante soll in einer der beiden Richtungen durchlaufen werden. Wenn beide Richtungen dieselbe Länge haben, dieselbe Anzahl von Minuten haben, ob so rum oder so rum, dann ist das ja egal. Und erst wenn es so gegen Ende, wenn es sein muss, muss ich mich dann auf eine Orientierung festlegen. So, das wären so Beispiele, zwei Beispiele dafür, wie ein Greedy-Algorithmus beim TSP aussehen könnte. Also Sie sehen in dieser ganz primitiven Idee, wir fangen mit einer leeren Lösung an, gucken uns die Lösungen an, die einzelnen Elemente, aus denen wir die Lösung basteln wollen, gucken wir uns alle in der Reihenfolge an, wie sie uns am besten erscheinen. Hier beim TSP die billigste Kante als erstes, die zweitbilligste Kante als zweites und so weiter. Und immer dann, wenn diese Kante, die wir uns als nächstes anschauen, okay ist, wenn sie uns die Lösung am Ende nicht kaputt macht, dann nehmen wir sie rein. Und wenn sie nicht okay ist, dann verwerfen wir sie. Und diese Entscheidung machen wir nie rückgängig. Eine einmal reingenommene Kante bleibt drin bis zum Ende. Eine einmal verworfene Kante bleibt verworfen bis zum Ende. Das ist der einfache Greedy-Algorithmus. Schon sehr durchschlagend. Steinerbaum, ja, auch beim Steinerbaum kann man sinnvoll Greedy-Algorithmus bauen. Beim Steinerbaum-Problem, Sie erinnern sich noch, was das ist, nämlich wir haben einen ungerichteten Graphen gegeben mit Kantengewichten und wir haben eine Terminalmenge gegeben und wir wollen diese Terminale miteinander möglichst billig über Kanten des Graphen miteinander verbinden. Da könnten wir uns zum Beispiel hernehmen, einen kürzesten Pfad suchen. Wir gucken uns wir haben ja eine gewisse Anzahl von Terminalen und dann können wir gucken,
Was sind die kürzesten Verbindungen zwischen den einzelnen Terminalen? Und wir wählen, nehmen uns die zwei Terminale her, wo es den kürzesten Pfad zwischen Terminalen hergibt und verbinden den. Das ist unser erster Schritt im Gridi-Algorithmus Steiner Baum. Wir verbinden die zwei Terminale, die am nächsten beieinander sind, wenn wir die Kantengewichte als Längen interpretieren. Dann können wir ja kürzeste Wege betrachten. So, jetzt haben wir noch weitere Terminale, die wir jetzt, wo wir noch nicht im Spiel haben. Jetzt können wir uns zum Beispiel gucken, was ist der kürzeste Weg von irgendeinem von denen auf diesen bisher gefundenen Weg. Ja, zum Beispiel hier könnte das der kürzeste Weg sein. Und diese Entscheidung machen wir eben auch nie rückgängig. Jetzt gucken wir uns an, was ist der kürzeste Weg von irgendeinem der noch nicht im Spiel befindlichen Terminale auf den bisher soweit angewachsenen Steiner Baum. Wird wahrscheinlich, so wie ich es gezeichnet habe, so aussehen. Dann wieder, was ist die kürzeste Möglichkeit von einem dieser noch nicht im Spiel befindlichen über einen Weg zu diesem Konstrukt zu kommen. So vielleicht könnte das aussehen und dann haben wir hier am Ende noch so eine Lösung, so einen letzten Pfad zu ziehen. Immer kürzeste Pfade zu ziehen. Das wäre eine Möglichkeit, wie man Greedy-Algorithmus beim Steinerbaum-Problem realisiert. Auch hier wieder nicht die einzige Möglichkeit. Sie sehen, da kann man natürlich auch wieder künstlich Beispiele konstruieren, bei denen der Greedy-Algorithmus beliebig schlecht ist im Vergleich zur Optimallösung. Spare ich mir jetzt hier an dieser Stelle das Beispiel TSP, was wir eben hatten, möge dafür genügen. Aber, hier fehlt noch ein Terminal. Das muss natürlich auch noch verbunden werden, hier vielleicht irgendwo hin. Aber Sie sehen, in der Praxis wird man damit schon ganz gute Lösungen typischerweise hinbekommen. Also, es mag vielleicht etwas unbefriedigend sein, wenn ich sage, in der Praxis wird man typischerweise ganz gute Lösungen hinbekommen, aber erinnern Sie sich daran, wir reden hier über NP-vollständige Probleme, über Problemstellungen, von denen man mit großer Wahrscheinlichkeit sagen kann, dass es nicht mal einen polynomiellen Algorithmus gibt, nicht einmal das, obwohl das ja nun wirklich eine extrem geringe Anforderung ist. Ja, also da wird man zufrieden sein müssen mit solchen qualitativen Aussagen, dass das in der Praxis ganz gut funktioniert. Und wenn man einen konkreten Anwendungsfall hat mit konkreten Beispielen aus der Praxis, die man durchrechnen muss, die in den praktischen Anwendungen auftreten, dann kann man das ja dann validieren durch die empirischen Ergebnisse, dass man da tatsächlich zufriedenstellende Lösung rauskriegt, dass man Lösungen rauskriegt, die den Kunden zufriedenstellen. Wobei man häufig in der guten Position ist, es reicht, um den Kunden zufriedenzustellen, reicht es sehr häufig, nicht immer, aber häufig, einfach Lösungen zu produzieren, wo der Kunde selber nicht spontan durch Rumbasteln eine Verbesserung findet. Würde ich mich allerdings nicht darauf verlassen, ob Ihr Kunde so tickt. Es gibt natürlich noch bessere Möglichkeiten zu validieren, indem man versucht zu berechnen, wie gut kann denn die optimale Lösung höchstens sein. Also dass man sagt, okay, die optimale Lösung kann nicht billiger sein als der und der Wert, als die und die untere Schranke. Aber das führt hier zu weit. Über solche Themen, auch da muss ich Sie wie öfters auf die Vorlesung Optimierungsalgorithmen im Wintersemester verweisen. So, was haben wir hier noch in unserer Greedy-Beispielen? Rucksackproblem haben wir, TSP haben wir, Steinerbaum haben wir, Mengenpackung und Mengenüberdeckung. Sie erinnern sich noch, was das für eine Problemstellung war. Das hatte ich auch wieder versucht durch ein praktisches Beispiel zu motivieren, zu illustrieren. Nämlich, Sie wollen einen Lieferservice in Deutschland aufziehen, das war mein praktisches Beispiel dafür, sagen wir ein illustratives Beispiel dafür, und Sie müssen entscheiden, wo Sie überall Lieferstationen aufbauen, sodass ganz Deutschland alle Kundenadressen überdeckt sind, in dem Sinne, Sie
von jeder Kunde kann von einer der Lieferstationen ausgewählt werden, von einer Lieferstation aus bedient werden, und Sie wollen jetzt die Auswahl unter dieser Voraussetzung so treffen, dass Sie möglichst wenig Geld für diese Lieferstationen ausgeben müssen. So, das ist nochmal ein interessantes anderes Beispiel für Greedy-Algorithmus. Ich brauche wieder eine neue Seite. So, hat er mich. Ja, Sie gucken sich einfach die möglichen Plätze an, die als Lieferstation in Betracht kommen, und nach irgendeinem Kriterium, in dem die Kosten für diese Lieferstation eingehen, aber auch der Abdeckungsgrad dieser Lieferstation, wählen Sie Ihre erste Lieferstation aus, die Sie auf jeden Fall aufmachen. Ja, irgendwie ist eine erste Lieferstation, die einen gewissen Abdeckungsgrad von Kunden hat. Und was ich auch hier wieder anbieten würde, so ähnlich wie beim Rucksackproblem, wo ich gesagt habe, was ganz gut praktisch funktioniert, ist Profit geteilt durch Gewicht als Kriterium herzunehmen. Also Profit pro Gewichtseinheit, pro verbrauchtem Gewicht, denn das Gewicht ist ja limitiert. Ähnlich könnte man hier vorgehen. Wir haben den Preis, das ist negativ, und wir haben die Abdeckung, also wie viele Kunden wir hier damit abdecken können. Das ist das Positive an dieser Lieferstation. Je mehr Kunden wir abdecken können, umso besser ist die Auswahl. Je mehr diese Lieferstation im Aufbau kostet, umso schlechter ist es, für diese Lieferstation zu wählen. Und das kann man auch wieder ins Verhältnis setzen. Ja, dass man sagt, mein Kriterium ist Anzahl Kunden, die wir damit abdecken können, geteilt durch Kosten, die diese Lieferstation mit sich bringt. Das nehme ich als Kriterium, und da, wo dieses Verhältnis am besten, am größten ist, das ist mein erster Fall. Das ist meine erste Lieferstation, die ich festlege in meinem Greedy-Algorithmus. So, jetzt kann man sich andere angucken, und als Kriterium sollte man jetzt nicht mehr das nehmen, was ich eben gesagt habe, Kundenabdeckung dieser Lieferstation geteilt durch die Kosten für die Lieferstation. Danke. Sondern, denn potenziell sind ja schon von dieser Großteil der Kunden, die potenziell abgedeckt werden können, sind ja schon abgedeckt durch eine schon hergenommene Lieferstation. Also ich möchte nochmal daran erinnern, dass sehr bequeme Plätze, wo man sich gegenüber sitzen kann und wo man sich auch einen Kaffee holen kann und so weiter, in wenigen Metern Entfernung vorhanden sind. So, denn wir haben ja hier potenziell schon eine gewisse Abdeckung erreicht. Das heißt also, etwas variiert. Die Anzahl der Kunden, die wir zusätzlich abdecken, geteilt durch die Kosten für die Lieferstation. Wenn uns die Kosten besonders wichtig sind, dann würden wir die ins Quadrat setzen vielleicht, um dem nochmal mehr Gewicht zu geben. Oder wenn uns die Kundenabdeckung wichtiger ist, wenn wir möglichst wenige Lieferstationen haben wollen, würden wir vielleicht die Kundenabdeckung, die Anzahl der zusätzlich abgedeckten Kunden, ins Quadrat setzen und so weiter. Und so kann man dann weiter argumentieren, Schritt für Schritt immer die Lieferstationen hinzunehmen, wo die zusätzlich abgedeckte Kundenzahl geteilt durch die Kosten oder wie auch immer variiert, das Beste ist. Hier, das ist ein Beispiel dafür, dass das Kriterium nicht vorab bekannt ist. Ja? Für diese Lieferstation, das Kriterium, ob die jetzt gut oder schlecht ist, die hinzuzunehmen, das hängt natürlich davon ab, was wir vorher hier gewählt haben. Das war bei dem bisherigen Beispiel nicht so.
Da war die Güte, ja, beim TSP, die Güte einer Kante, die Kürze einer Kante ändert sich nicht, hängt nicht davon ab, was wir vorher für Kanten ausgewählt haben. Und beim Rucksackproblem, der Profit eines Gutes, das wir hineintun können, hängt nicht davon ab, was wir vorher an Gütern reingetan haben. Hier hängt die Güte einer Lieferstation zum Hinzunehmen davon ab, was wir vorher hineingenommen haben. Beispiel Klicken und unabhängige Mengen. Sie erinnern sich, was das ist. Damit waren wir intensiv zugange, zumindest mit Klicken. Wir haben einen ungerichteten Graphen, jetzt mal ohne alle Gewichte, nur einfach den Graphen, die Struktur. Und wir wollen eine möglichst große Menge von paarweise miteinander verbundenen Knoten finden. Algorithmus typischerweise zu nicht besonders, vielleicht nicht übermäßig guten, aber sagen wir zu ordentlichen Lösungen. Und das Schöne am Greedy-Algorithmus ist ja, er ist leicht zu implementieren. Und wenn einem nichts anderes einfällt, macht man halt das. Ja, Sie können einen super grandiosen Algorithmus für eine konkrete Anwendungssituation basteln und dabei vielleicht 3 bis 5 Jahre Promotionsdauer, eine ganze Promotion darauf aufbauen. Oder Sie basteln mal schnell sowas wie einen Greedy-Algorithmus. Das dauert einen Nachmittag, je nachdem, wie komplex die Situation ist, vielleicht auch mehr als nur einen Nachmittag. Die Lösungen sind dann halt nicht so super duper gut, aber immerhin, sie sind schnell da. So, bei Clique, was wollten wir nochmal haben? Ich zeichne es nochmal auf. Sie wollen, ich male mal eine Clique mit 6 Knoten. Das sind einfach, jede Verbindung ist drin. Mal gucken, ob ich es schaffe, ohne eine Verbindung zu vergessen. So, 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 so. Und jetzt noch diese hier, diese und diese. Ich denke, ich habe alle Verbindungen gezogen. Ja, jeder Knoten ist mit jedem anderen verbunden. Irgendwas ist da an dem Bild. Ach so, dieser Punkt, der ist nicht richtig rübergekommen. So, wie kann man jetzt versuchen, greedy-mäßig, kurzsichtig, also greedy, hatte ich ja gesagt, heißt in der Hauptbedeutung gierig, so unter dem Begriff werden Sie es in einem Wörterbuch typischerweise finden. Ich würde es eher mit kurzsichtig übersetzen, das passt, denke ich, hier besser. Sie können zum Beispiel so vorgehen, dass Sie sich einen Knoten hernehmen in Ihrem Graphen, der möglichst hohen Grad hat, also aus dem, der verbunden ist mit möglichst vielen Kanten. So, jetzt sind Sie eingeschränkt. Sie haben sich dafür entschieden, Ihre Clique wird diesen Knoten enthalten. Das heißt also, alle anderen Knoten in der Clique, die Sie basteln, sind Knoten hier, die mit diesem Knoten verbunden sind. Da suchen Sie sich wieder einen Knoten heraus, der mit möglichst vielen Knoten innerhalb von denen verbunden ist, der vielleicht mit dem verbunden ist und mit dem verbunden ist und mit dem, möglichst viele. Und dann gucken Sie sich als nächstes den Knoten an, der mit möglichst vielen Knoten verbunden ist, die jetzt schon 2 Kanten haben, also der hier und so weiter. Und so nach und nach kriegen Sie dann eine Clique heraus. Ja? Sie nehmen hier in jedem Schritt immer den Knoten her, der mit möglichst vielen Knoten verbunden ist, die jetzt schon in der Clique drin sind, sodass dieser Knoten dann mit möglichst vielen von denen wieder eine Clique bildet und so weiter und so fort. Und mit unabhängigen Mengen dasselbe, nur dass Sie die Bedeutung von verbunden und unverbunden austauschen. Eine Clique ist eine Menge von Knoten, wo alle Knoten paarweise verbunden sind.
Eine unabhängige Menge ist eine Menge von Knoten im Graphen, die paarweise nicht miteinander verbunden sind. So, damit haben wir jetzt diese ganzen Beispiele Algorithmus uns mal angesehen, wie man sich da Greedy-Algorithmen vorstellen kann. So, dieser Fall ist wahrscheinlich der häufigste, nämlich dass, wie beim Rucksackproblem, wie ich das sagte, oder wie beim TSP, dass die Güte eines Objektes, das wir hinzunehmen können, nicht davon abhängt, was wir bisher gemacht haben. Ja? Wenn wir beim TSP bei der Frage sind, nehmen wir diese Kante jetzt hinzu oder nehmen wir sie nicht hinzu, dann hängt die Güte, die Kürze dieser Kante nicht davon ab, welche Kanten wir bisher schon gewählt haben und welche wir verworfen haben. Genauso beim Rucksackproblem, wenn wir uns jetzt ein neues Stück angucken und uns fragen, soll dieses Stück rein oder soll es nicht rein, dann hängt der Zusatzprofit, der Mehrwert, den wir durch dieses Stück haben, nicht davon ab, was wir bisher schon alles aufgesammelt haben, was wir alles schon in den Rucksack reingetan haben. Das ist die Situation. Wir haben eben ein Beispiel gesehen, dass diese Situation nicht immer so ist. Bei unserem Lieferservice, wo die Güte einer neu aufzumachenden Lieferstation tatsächlich davon abhängt, was bisher vom Greedy-Algorithmus ausgewählt worden ist. So, aber wenn das dieser einfache Fall ist, dann können wir das einfach so machen. Denken Sie wieder ans Rucksackproblem. Wir haben alle Güter und wir haben unser Kriterium, nachdem wir die Güter alle ordnen, die Objekte, die wir möglicherweise in den Rucksack reintun oder auch nicht. Sei es, dass wir sie nach dem Profitwert ordnen, den jedes Stück hat, sei es, dass wir sie ordnen nach unserem, dass wir das als Kriterium hernehmen, Profitwert geteilt durch Gewicht, wie auch immer. Danach sortieren wir sie absteigend. In dieser Reihenfolge gehen wir sie durch. Also wir haben jetzt zum Beispiel, wir haben uns dafür entschieden, alle Stücke, die wir potenziell in den Rucksack reintun wollen oder auch nicht, nach dem Kriterium zu sortieren, Profitwert geteilt durch Gewicht. Ja, ein schönes Beispiel wieder für Anwendung von Comparator, dass wir diese Objekte sortieren, einmal nach dem einen Kriterium, nur der reine Profitwert, oder wir entscheiden uns dafür, das nach einem anderen Kriterium zu sortieren, nämlich Profitwert geteilt durch Gewicht. Oder die Kanten beim TSP. In dieser Reihenfolge gehen wir sie durch. Und wenn wir dieses Element einfügen können, ohne uns die Lösung kaputt zu machen, dann tun wir das. Und wenn wir es nicht einfügen können, dann verwerfen wir es. Und diese Entscheidung machen wir nie wieder rückgängig. Denken Sie wieder ans Rucksackproblem. Das Objekt, wir nehmen uns in absteigender Reihenfolge nach unserem Kriterium, nehmen wir uns ein Objekt nach dem anderen her und treffen immer dieselbe Entscheidung. Kommt es rein? Passt es noch? Dann kommt es rein. Passt es nicht mehr? Dann kommt es natürlich nicht rein. Und diese Entscheidung wird nicht wieder rückgängig gemacht, sondern im nächsten Schritt, in der nächsten Iteration, gucken wir uns das nächste etwas weniger gute Element an. So, also, wenn man so vorgeht, und Sie haben ja noch den Freiheitsgrad, dass Sie sich überlegen, nach welchem Kriterium Sie die Elemente sortieren. Wenn man so vorgeht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie da eine ordentliche, gute, ganz gute, brauchbare Lösung zustande kriegen. Sie haben schon ein Beispiel gesehen für genau das, was wir da eben gemacht haben. Gehen wir nochmal auf die letzte Folie zurück. Alle Elemente vorab absteigend sortieren, in dieser Reihenfolge durchgehen, die Elemente durchgehen und für jedes Element in dieser Reihenfolge entscheiden, nehme ich es rein, wenn es mir die Lösung nicht kaputt macht, nehme ich es rein, ansonsten lasse ich es draußen. Sie haben einen Algorithmus, der so vorgeht, schon gesehen, den Algorithmus von Kruskal für minimal spannende Bäume oder maximal spannende Wälder. Und wir haben gesehen, Kruskal ist ein Greedy-Algorithmus, ist ein Beispiel für Greedy-Algorithmen,
Und wir haben gesehen, in diesem Fall haben wir sogar garantiert eine optimale Lösung rausbekommen. Das wird im Allgemeinen nicht der Fall sein. Ich habe eben beim TSP ein Beispiel gezeigt, dass man den Greedy-Algorithmus in die Irre führen kann. Hier beim Algorithmus von Kruskal haben wir garantiert immer eine optimale Lösung. Ansonsten kann man den Greedy-Algorithmus immer, man kann immer Beispiele konstruieren, dass der künstliche Beispiele, dass der Greedy-Algorithmus in die Irre geführt wird. Auch bei realen Beispielen aus realen Anwendungssituationen werden sie im Allgemeinen keine optimalen Ergebnisse haben. Das hier gebe ich Ihnen nur nachrichtlich. Da verweise ich auch wieder auf die Vorlesung Optimierungsalgorithmen. Es gibt das Problem, man kann beweisen, wenn das Problem auf eine gewisse Art und Weise strukturiert ist, auf die ich nicht weiter eingehen will, wo ich nur den Fachbegriff Matroidstruktur einfach nur mal nenne, dass Sie es mal gehört haben, wenn die Problemstellung diese Strukturierung hat, dann liefert der Greedy-Algorithmus garantiert immer ein optimales Ergebnis. Wenn die Problemstellung keine Matroid-Struktur hat, dann kann man den Greedy-Algorithmus immer beliebig in die Irre führen. Also eine Äquivalenz. Der Greedy-Algorithmus ist garantiert optimal, genau dann, wenn die Problemstellung so und so strukturiert ist. Das geht über die AOD selbstverständlich weit hinaus. Vorlesung Optimierungsalgorithmen, wenn es Sie weiter interessiert. Also ich hoffe mal, es nervt Sie nicht, wenn ich laufend auf diese Vorlesung rekurriere, aber es ist nun mal angebracht, an verschiedenen Stellen zu sagen, so und so allgemeiner kann man das auch sehen, das und das kann man noch betrachten, das haben Sie auch hier im Studium Informatik an der TU Darmstadt, aber nicht in der AOD, sondern da und da. So, Greedy haben wir jetzt eben aus Auswahlproblemen gesehen. Sollen wir noch mal ganz kurz zurückgehen, so ein paar Folien. Wo ist er jetzt geblieben? Da, passt auf Greedy-Ansatz, wie wir ihn gesehen haben, passt auf jedes Problem, in dem die Lösungen Auswahlen sind. Wie bei Rucksackproblemen, wir wollen Güter auswählen, die wir in den Rucksack packen, wie beim TSP, wir wollen Kanten auswählen und so weiter. Diese Sicht kann man auch verallgemeinern. Noch eine Folie weiter. Nämlich auf alle möglichen Probleme, die sich umschreiben lassen mit Planung oder mit Platzierung oder ähnliches. Dort, wo die Lösung, bei allen möglichen Problemen, wo eine Lösung entsteht, aus einer Abfolge von Entscheidungen, die Sie zu treffen haben. Das ist eine Verallgemeinerung von dem, was wir gesehen haben, wo jede Auswahl, nehme ich das Stück rein oder nehme ich das Stück nicht rein, eine Entscheidung ist. Und jetzt kann man auch sagen, ein Problem zu lösen, treffen wir eine Folge von Entscheidungen. Und das Greedy-Prinzip heißt einfach nur, in dieser Abfolge von Entscheidungen treffen Sie, gibt es eine Rückkopplung? Ich höre so ein bisschen was. Hören Sie? Okay, dann höre ich schon wieder hier Gespenster. Wir gucken uns immer an, wenn wir jetzt bei dieser Einzelentscheidung stehen, wie treffen wir die Entscheidung am besten, ohne uns die Laufzeit zu investieren, um nach vorwärts zu schauen. Und das heißt also, wenn wir nicht nach vorwärts schauen, dann kann es sein, dass wir hier die kurzsichtig am besten entscheidende Option, dass wir die wählen, dass sie dann Konsequenzen später hat. Denken Sie bei Einplanungsproblemen wieder an Stundenplangestaltung. Greedy-Algorithmus wäre, wir sind mittendrin, wir haben schon einen Haufen Lehrveranstaltungen eingeplant und jetzt kommt die AOD, die soll eingeplant werden.
Und was erscheint uns am günstigsten, wo wir die hinplatzieren können? Ja, dienstags 15 Uhr noch was und donnerstags 8 Uhr noch was. Dort wird sie hinplatziert. Ohne DOS erscheint irgendwie momentan am sinnvollsten zu sein, wenn man sich anguckt, wo die anderen Lehrveranstaltungen platziert sind, die bisher da waren. Also packen wir sie dahin und gucken uns das nichts weiter an. Das kann man natürlich noch verbessern, ja, also ohne Berücksichtigung von Konsequenzen auf die später noch zu treffenden Entscheidungen. Das schreit doch einfach danach zu sagen, naja, bitteschön, das sollte man aber ein bisschen intelligenter machen. Und naja, gut, intelligent ist vielleicht übertrieben, aber ein bisschen auflockern, dass wir nicht Entscheidungen, dass wir, wenn wir schon kurzsichtige Entscheidungen treffen, weil wir nicht vorausblicken können, nicht in adäquater Laufzeit vorausblicken können, was das alles für Konsequenzen haben kann, dass wir dann, wenn wir dann später auf Konsequenzen stoßen, die uns nicht gefallen können, dass wir dann doch Entscheidungen wieder rückgängig zu machen. Das ist dann der Backtracking-Ansatz. Ja, Sie kommen bei der Entscheidungsfindung in eine Sackgasse, Sie stellen fest, Sie haben einen Haufen Lehrveranstaltungen schon montags und dienstags eingeplant. Der Audimax ist voll mit Lehrveranstaltungen montags und dienstags. Und jetzt kommen Sie an die AOD und stellen fest, Mist, mittwochs, donnerstags, freitags können wir aus den und den Gründen nicht beide Termine der AOD einsortieren im Audimax. Wir brauchen einen Montags- oder Dienstagstermin, dann müssen Sie natürlich da irgendwelche Entscheidungen rückgängig machen, damit die AOD Montag oder Dienstag eingeplant werden kann. Das heißt also, wir müssen schauen, was ist das Problem, in das wir da eigentlich gelaufen sind, was sind die Ursachen für das Problem, in das wir da gelaufen sind. Wir haben auch noch ein schönes anderes Beispiel, genau, da schon ein schönes Beispiel heute gezeichnet. Ich muss nur gucken, welches Bild das war. Noch ein bisschen weiter. Heute gab es eine Menge Bilder. Hier. Ja. Wenn wir hier anfangen mit der 1 und der 2 und dann feststellen, die einzige Möglichkeit, wie wir jetzt noch hier, die Kante können wir nicht nehmen, weil dann hätten wir eine Subtour, hätten wir einen Kurzschluss gehabt. Aber wenn wir hier beginnen mit der 1, greedy-mäßig, dann hier diese Kante mit Länge 2 hernehmen und dann die nehmen müssen, dann stellen wir fest, Mist, das kann ja gar nicht sein, dass wir jetzt diese Kante nehmen müssen, zurückschauen auf unseren Entscheidungen, was war die erste Ursache? Die erste Ursache war, dass wir die 1 genommen haben. Machen wir das rückgängig, diese Entscheidung, und gehen stattdessen anders vor, die 2. Und Sie sehen schon, in diesem kleinen Beispiel führt uns das dann sogar zu der optimalen Lösung mit einem Backtracking-Schritt. Hier ist das Problem: Kantenlänge 10 hoch 6, Ursache Kantenlänge 1, hat den Greedy-Algorithmus verführt, hier lang zu gehen, sodass dann hier nur noch diese Kante 10 hoch 6 irgendwann mal genommen werden muss. Das ist die Idee vom. Also rückgängig machen, soweit Entscheidungen rückgängig machen, bis die Ursache wenigstens ein bisschen Teil der Ursache entfernt sind und dann an dieser Stelle anders vorgehen. Sie erinnern sich, wir haben dieses Kapitel angefangen mit zweistufigen Vorgehen, zum Beispiel erst die Engpassprobleme lösen und dann die anderen Teilprobleme lösen oder zuerst grob eine Lösung basteln und dann im Feinen, im Detail die Lösung fertig machen und so weiter. Auch hier ist natürlich so ein Backtracking sinnvoll. Sie machen zuerst die grobe Lösung und auf der Basis dann eine Feinplanung, stellen fest, das klappt nicht an irgendwelchen Stellen, gucken zurück in die Grobplanung, wo habe ich denn da Fehler gemacht, warum klappt das jetzt in der Feinplanung an dem und dem Bereich nicht. Treffen da eine andere Entscheidung, dass dort eben weniger Last zu verteilen ist, gehen dann wieder in die Feinplanung und wenn es dann wieder irgendwo nicht klappt, gehen Sie wieder zurück und so weiter.
Gut. Das sind diese Arten von algorithmischen Problemstellungen. Wie gesagt, hier geht es eher darum, Ihnen erste Einblicke zu geben. Es geht nicht darum, Ihnen bis ins letzte Detail die Algorithmen nahezubringen, denn wir haben hier keine Algorithmen, sondern wir haben algorithmische Konzepte. Sie können sich so ein Konzept hernehmen wie Greedy-Algorithmus oder wie Backtracking, haben eine konkrete Anwendungssituation, überlegen uns, nach welchem Kriterium sortieren Sie die ganzen Elemente oder so etwas und können auf der Basis dann einen Greedy-Algorithmus für Ihr Anwendungsproblem implementieren. Hier hatten wir schon angefangen beim letzten Mal, lokale Suche. Ein Ansatz, der leicht verwechselbar ist mit Greedy, aber fundamental anders ist. Im Greedy-Algorithmus wird einmal eine Lösung Stück für Stück aufgebaut. Ein Element nach dem anderen wird ausgewählt und ganz am Ende ist eine vollständige Lösung da. Lokale Suche operiert auf vollständigen Lösungen, so wie hier. Das Beispiel hatten wir schon beim letzten Mal. Wir fangen mit irgendeiner Rundtour an, zum Beispiel mit so einer greedy gebastelten Rundtour, wie ich es angedeutet hatte eben, als wir Greedy-Algorithmus für TSP betrachtet hatten. Wir fangen mit irgendeiner Rundtour an und dann überlegen wir uns ein Schema um kleine Modifikationen an der Rundtour zu basteln. Zum Beispiel, wie in diesem Bild angedeutet, wir nehmen uns zwei Kanten raus und fügen stattdessen zwei andere Kanten hinein. Hier war noch das Beispiel, wir müssen dann einen der beiden Teile umdrehen. So, wir suchen uns also, was der Algorithmus macht, ist, er guckt sich alle Paare von Kanten an, guckt sich an, was passiert denn, wenn ich diesen Ersetzungsschritt mache? Kriege ich dadurch eine Verbesserung? Kriege ich dadurch eine kürzere Rundtour? Ja oder nein? Und wenn es eine Möglichkeit gibt, zwei Kanten so auszuwählen, dass ich durch diesen Schritt diese zwei Kanten rausnehme und zwei andere Kanten reintun, damit das Ganze wieder eine Rundtour ergibt. Wenn ich zwei Kanten finde, mit denen ich so zu einer Verbesserung komme, na dann mache ich das. Und jetzt geht es wieder weiter. Ja? Jetzt gucke ich hier wieder. Finde ich zwei Kanten, die ich rausnehmen kann und dafür die anderen beiden Kanten reinnehmen kann, sodass ich wieder eine Verbesserung gebe? Ja, dann mache ich das. Und so weiter und so fort. Eine Rundtour kürzer als die vorhergehende, jede Rundtour kürzer als die vorhergehende, so lange, bis ich zu einer Rundtour gekommen bin, wo ich gucken kann, ich gucke mir alle Paare von Kanten an und keiner von denen gibt eine Verbesserung mehr, gibt mir eine kürzere Rundtour, dann ist dieser Algorithmus fertig. Auch hier wieder dieses Schema, zwei Kanten raus, zwei Kanten rein. Daran ist man nicht gebunden. Man kann genauso gut beispielsweise sagen, drei Kanten raus, drei Kanten rein. Hat den Vorteil, dass man vielleicht zu mehr Möglichkeiten kommt für Verbesserungen, als nur mit zwei Kanten raus, zwei Kanten rein. Hat aber den Nachteil, Triple von Kanten zu suchen, sämtliche Triple von Kanten zu suchen, kostet natürlich mehr Aufwand, als nur Paare von Kanten zu suchen. Ja, das muss man abwägen. Im Allgemeinen, soweit ich das gesehen habe, entscheidet man sich typischerweise für diese Variante. Wenn man eine Art Rundtour-Problem zu lösen hat, ist es typischerweise, und man will das durch lokale Suche lösen, dann ist es typischerweise so, dass man genau das macht, was ich auf diesen Folien hier gezeigt. Zwei Kanten raus, zwei Kanten rein. So. Dieses Beispiel hatten wir auch schon beim letzten Mal, lokale Suche. Nachbarschaft nennt man so etwas. Also nochmals, dieses hier, diese Rundtour und die so entstehende Rundtour, die sind halt benachbart. So kommt der Begriff zustande.
Wir haben hier schon gesehen, Rucksack ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es gute und schlechte Nachbarschaften gibt, dass man also da durchaus einiges überlegen sollte. Ich fange mit irgendeiner Startlösung an, zum Beispiel mit der Greedy-Lösung. Gibt mir vielleicht 10 Stücke im Rucksack drin. Und meine Modifikationsstrategie ist, einfach ein Objekt durch ein anderes ersetzen, also eins raus, ein rein. Das ist eine schlechte Nachbarschaft, denn ich komme von der Anzahl niemals weg. Wenn ich immer eins raus, eins reinnehme, bleibt es bei den 10 Stücken, die ich im Rucksack habe. Und wenn es zufälligerweise keine gute, wenn zufälligerweise die richtig guten Lösungen nicht 10 Stücke haben, sondern 4 bis 6 oder 18 bis 22 oder so etwas, dann bin ich schlecht gestartet und komme da nicht wieder raus. Das ist das Problem mit dieser einfachen Nachbarschaft. Man kann etwas besser machen, indem man auch die Möglichkeit zulässt, die Anzahl der Stücke durch solche kleinen Modifikationen zu variieren. Zum Beispiel ein Stück raus, dafür 2 Stücke rein, 2 Stücke raus, dafür 1 Stück rein oder noch komplizierter. Natürlich auch noch die Möglichkeit mit dabei zu haben, ein Stück raus, ein Stück rein. So, dieser Algorithmus sieht also ganz allgemein so aus, dass wir eine Startlösung konstruieren, zum Beispiel durch einen Greedy-Algorithmus kriegen wir da sicherlich eine gute Startlösung raus und suchen immer nach einer Möglichkeit durch unsere kleine Modifikationsstrategie, wie beim TSP, 2 Kanten raus, 2 Kanten rein, gucken alle Möglichkeiten, wie das aussehen kann, 2 Kanten auszuwählen, die wir rausschmeißen, dafür die 2 anderen entsprechenden Kanten reinzunehmen. Und wenn wir da eine Möglichkeit finden, zu einer kürzeren Runde zu kommen, dann machen wir das. Und wenn wir das nicht, wenn wir keine Möglichkeit mehr finden, dann geben wir diese Lösung raus. Dadurch, dass wir immer nur bessere und bessere und bessere Lösungen finden, dadurch, dass wir nie eine Verschlechterung zwischendurch drin haben, sondern immer nur bessere und immer bessere Lösungen konstruieren. Dadurch ist gewährleistet, die allerletzte Lösung, die wir konstruiert haben, ist die beste, die wir gesehen haben. Und die geben wir natürlich aus. Warum sollen wir eine weniger als beste Lösung ausgeben? Das hatten wir auch schon. Das kann man wunderbar. Also man könnte locker eine 4-Semester-Wochenstunden Vorlesung füllen mit verschiedenen Variationen aus der Forschung und aus der Praxis, wie lokale Suche variiert worden ist, um das Problem zu lösen, dass nach so ein paar Verbesserungsschritten Schluss ist bei der lokalen Suche. Ja, man verbessert, 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 irgendwann ist Schluss, irgendwann geht es nicht mehr weiter. Und das, wo man da hingekommen ist, kann manchmal gut sein, wenn man Glück hatte, oder schlecht sein. Und da gibt es unzählige Strategien, wie man die lokale Suche variieren kann, um dieses schlechte Verhalten zu überwinden. Ich habe mich hier entschieden, Ihnen nur die primitivste Form, die aber schon durchaus sehr gut funktioniert, also die durchaus empfehlenswert ist, herzunehmen, nämlich dass wir lokale Suche nicht nur einmal von einer Startlösung aus hernehmen, sondern mit verschiedenen, also tausendfach, 1 Millionenfach, wie viel Zeit Sie auch da investieren wollen, lokale Suche laufen lassen von verschiedenen zufälligen Lösungen. TSP als Beispiel, zum Beispiel, dass Sie die Reihenfolge der Städte zufällig variieren, ja, eine zufällige Permutation der Städte, in jedem Durchlauf eine neue zufällige Permutation, sodass Sie praktisch nie, Sie können fast Ihren Kopf darauf verwetten, ich würde es trotzdem nicht tun, aber Sie könnten eigentlich Ihren Kopf darauf verwetten, bei 50 Städten, bei 100 Städten, dass Sie nicht zweimal zufällig, wenn Sie eine vernünftige Durchmischung implementiert haben, in dem immer wieder 2 Städte hergenommen werden, zufällig ausgewählt
und miteinander vertauscht, die Positionen miteinander vertauscht in der Permutation. Und wenn Sie das ausreichend häufig machen, dann ist das richtig gut durchmischt. Ja, dann ist es praktisch unmöglich. Nicht theoretisch ist es möglich, aber praktisch ist es unmöglich, dass Sie zweimal dieselbe Startlösung konstruieren. Und ich hatte das, glaube ich, auch schon beim letzten Mal gesagt, Sie können das auch verbessern, dass Sie sich angucken, zum Beispiel beim Rucksackproblem, nehmen wir das als Beispiel, dass Sie feststellen, die Lösungen, die Sie bisher generiert haben, wo das und das Stück drin ist, sehen ganz gut aus. Die Lösungen, wo Sie festgestellt haben, die Sie bisher generiert haben, wo das und das Stück drin ist, sehen eher schlecht aus. Also, dass Sie nicht jedes Stück mit gleicher Wahrscheinlichkeit in Ihre Startlösung hineinpacken, sondern das Stück, wo es bisher gut ausgesehen hat, dem geben Sie ein bisschen mehr Wahrscheinlichkeit. Das Stück, was schlecht ausgesehen hat, dem geben Sie weniger Wahrscheinlichkeit. Es gibt ja keinen Grund, dass alle Stücke gleich wahrscheinlich ausgewählt werden in Ihrer Startlösung, in Ihrer zufälligen Startlösung. Ja? Wie sieht eine zufällige Startlösung beim Rucksackproblem aus? Indem Sie zufällig ein Element wählen, reinpacken, zufällig noch ein Element nehmen, reinpacken, zufällig noch ein Element nehmen, reinpacken, so lange, bis da nichts mehr reinpasst in den Rucksack. So, jetzt sind wir mit diesem Thema soweit durch. Und noch ein meines Erachtens sehr spannendes Thema käme jetzt noch. Allerdings denke ich, es macht wenig Sinn, dass wir das jetzt hier richtig anfangen. In Anbetracht der Tatsache, dass ich ein paar Mal immer mal um 2-3 Minuten vielleicht überzogen habe, würde ich sagen, dass wir hier an dieser Stelle erst einmal die Vorlesung beenden, und das mache ich dann am Donnerstag ab 8.10 Uhr dann entsprechend weiter, und dann werden wir auch dieses Thema abschließen. Wenn dieses Thema abgeschlossen ist, ist eigentlich der ganze Inhalt der AOD abgeschlossen. Dann werde ich aber noch einiges erstens zur Klausur sagen, und zweitens werde ich noch auf einige Themen, auf einige Punkte zu sprechen kommen, wo uns aufgefallen ist im Übungsbetrieb, speziell bei den Theorietestaten, dass es da doch durchaus einiges an Schwierigkeiten bei den Studierenden gibt. Und Schwierigkeiten, die meines Erachtens ausgeräumt werden können und die, wenn es irgendwie geht, vor der Klausur ausgeräumt werden sollten. Ich nehme mal an, dass Sie mir da zustimmen, dass das eine gute Idee ist. So, für heute machen wir dann an dieser Stelle Schluss, und ich möchte mich, ja, ich habe immer, wie immer, Grund, mich für Ihre Aufmerksamkeit zu bedanken. Und dann sehen wir uns, wenn Sie sich überwinden können, was zugegeben schwerfällt, je nachdem, wie weit Ihre Anreise auch ist, dann sehen wir uns am Donnerstag 8.10 Uhr wieder. Ansonsten noch einen schönen Tag.